Willkommen zurück bei SnowRunners. Oh Mann, das war vielleicht eine Runde gestern, ey. Das Abschleppen von dem Roten hier, hoffentlich lohnt sich das, ne? Hoffentlich können wir den richtig krass irgendwie ausbauen, upgraden. Richtig krass was mitmachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da einen Krantrag draus machen können. Er sieht ein bisschen offroadig aus. Ich weiß gar nicht, was für eine Gruppe der ist. Nee, es sieht nicht aus wie. Ne? Das hier ist ja sein Zeichen, ne? Das Offroad-Zeichen, das ist der andere. Also er ist kein Offroader. Na, guck. Hoffentlich kriegen wir einen Krantrag draus gemacht. Oder wir packen ihm halt die Ladefläche drauf und bei uns dann halt den Kran. Aber vielleicht ein langes Bett. Vielleicht kriegen wir da ja Ladefläche und Kran drauf. So diesen kleinen Auslegerkran da. Keine Ahnung. Mal sehen. Der ist auch mega schwer. Also, wenn ich das jetzt so sehe, wie er ihn hier hochzieht, ne, kann ich gut verstehen, wie wir da im Schlamm stecken geblieben sind, dass der einfach mega schwer ist. Ah, er hat auch platte Reifen. Okay, das hilft vielleicht auch nicht, ne? Platte Reifen helfen. Okay, vielleicht liegt es daran, dass er kaputt ist. Geschafft. Moment. Wir müssen noch hier reinziehen, oder? Damit man reparieren kann. Ja, machen wir. So, hier reinziehen. Und wieder schlägt er mir oben einfach irgendeine Aufgabe vor, die mich überhaupt nichts interessiert. Aber egal. Machen wir halt, ne? So. Royal rein. Lokale Karte. International Star. Ne, wo war hier? Wild Western Star. Alles kaputt. In die Werkstatt. Es sieht wieder gut aus. Individualisieren. Motor. Westline. Leistungsstark. Leistungsgeschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit. Von A und B plus auf A plus und A minus. Machen wir. Getriebe. Schnellgetriebe, Offroadgetriebe. Spritverbrauch. Geht auf B runter. Von B plus auf B. Ist mir egal. Kaufen wir. Federung. Erhöht. Wird genommen. Reifen. Welche nehmen wir? Die hier? Ne, Ketten brauchen wir nicht, ne? Wir nehmen die größten. Die 47er. UOD3. Straße durchschnittlich, Offroad exzellent, Schlamm gut. Winde. Lassen wir. Differentialsperre. Freigeschaltet. Moment. Was heißt das? Diffsperre fähig. Nice. Ersatzrad. Brauchen wir Level 15. Okay. Schnorchel haben wir keinen. Okay. Allradantrieb. Moment. Schnorchel. Können wir. Okay. Rang 12. Allradantrieb. Haben wir Hinterradantrieb. Aktivierbare Allradantrieb hätte ich gerne. Danke. Rahmenzusätze. Jetzt geht's los. Wir haben den Kran. Okay. Wir haben Pritschenwagen. Ich hätte aber gerne den Kran dazu. Geht, ja? Nice. Okay. Dann machen wir das auch so. Kaufen. Kran. Und Pritschenauflieger. Können wir den anderen Pritschenauflieger drauf machen? Ne, der ist so. Ne, der ist eher Big Blue, ne? Der ist so. Ja, das ist so eher so ein Big Blue, man. So ein Big Blue
Pritschenwagen. Nee, 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 das machen wir. Das lassen wir ruhig so. Jawohl. So. Können wir färben? Ja. Steht zwar weit drauf. Könnt ihr ihn ja weiß machen. Aber der. Ist halt doof, das denn, ne? Lol, stimmt, wir können auch noch so viele Sachen machen hier. Vorderseite. Was ist das? So ein Sonnenschutz. Lichter hätte ich gern. Ja. Da, da. Scharnier. Jo. Verschiedenes. Kabinenschutz. Kabinenschutz geht nicht, wenn man Dings haben. Standard. Gitter. Was ist das? Was ist denn Gitter, bitte? Gitter sind einfach ein Riesenrohr. Schiffchen. Nee, nee, lass mal Standard. Felgen. Heavy Duty hier, oder wie? Soll die nehmen? Nehmen wir die hier. Zack. So, was wollen wir färben? Nehmen, machen wir ADAC draus, ja? Jo. Gut. Gut. Zurück. Werkstatt verlassen. Ja, zwei Ladeflächen. Allradantrieb. Die Sperre ist nicht drin. Er hört sich aber auch an, ne? Was war jetzt mit der Diffsperre da? Konnte ich da nichts auswählen? Freischaltbar, Differentialsperre. Michigan, USA. Erkunde Michigan, USA. Okay. Schade. Ja, Michigan, USA. Hier sind keine Upgrade-Kits mehr. Das heißt, wir müssen tatsächlich in die nächste Welt, oder wie? Ins nächste Portal. Portal nach Ethan Lake. Repariere den Truck. Wo ist er denn? Den Truck da unten ist er, ne? Das ist noch so ein White Star. Ist auch viel Arbeit dahinter zu fahren, das zu reparieren. Ja, fahren wir mal die Verbrauchsgüter holen und bringen die mal zur Bohrstation. Das ist so immer der erste Plan, den ich habe. Mal gucken, wie das bei dem Kran funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Die waren Lichter sind schön. So, da liegt's auch alles hier. Mitten auf der Straße. Ja, oder mitten am Wegesrand, so. Sehr schön. Mal ranfahren hier. So, anhalten. Moment, was?
Motor starten. Kran wiederherstellen. Haken aktivieren. Wie bediene ich den Kran? Wie Funktionen. Aktivieren. Codex. Navigation, Fahrzeug und Upgrades, Schaden, Reparatur, Fracht. Fracht entladen, Anhängerschiff, Fracht laden, Kran. Manuell beladen setzt voraus, dass du die Kranbedienung meisterst. Behalte die Steuerungshinweise im Auge und verfrachte die erforderliche Ladung in einem Truck. Einstellungen, Steuerung. Gang, Navigation, Gamepad, Lenkrad. Ja. Kran, Kran heben, leer, 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 okay. Das ist aber so alles mit Lenkrad, ne? Steuerung. Funktionen. Kran wiederherstellen. Fracht entfernen. Kann ich die auf entfernen? Nee, ne? V. Haken aktivieren. Und jetzt? Du hast Steuerschüsseln. Okay. Verkehrte Anhänger dann, ja? Das ist auch sehr schade, weil ich dachte. Dass wir damit rumfahren könnten dann. Muss ich mal zurückfahren zum. Bauernhof und da dann. Ladung aufladen. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das finde ich jetzt schade ein bisschen. Verlorene Säcke, verloren. Dingsens stoppen. Ich hätte gern hungrige Arbeiter. Jo. Hungrige Arbeiter hätte ich gern. Ja, danke. Verbrauchsgüter zweimal. Düsen wir mal los. Okay, über die Steine da fahren da drüben war viel schlimmer als hier.
Das sollte man vorher erstmal probieren, ob sie es gut fahren lässt oder nicht, bevor man irgendwie denkt, man müsste ausweichen. Und den Stein da war richtig schlimm. So, hier ist die Aufgabe hier rechts, genau. Die haben wir schon angenommen, wir haben es schon angezeigt jetzt hier. Mini-Huppel und wir sind total kaputt, oder was? Fachverwaltung. Mal nicht beladen. Okay, keine Ahnung, warum es mit dem Kran jetzt nicht ging. Die sehen genauso aus wie die anderen. Okay. Danke, Spiel. Also verkehrte Kran, oder wie? Was kann ich mit dem Kran hier heben? Gar nichts? Sieht einfach nur gut aus, oder? Kann ich 5.000, 6.000 Euro ausgeben für einen Kran, der gar nichts machen kann, oder was? Was wäre es denn noch? Truck ist auch voll, keine Ahnung, so, ne? Also gelenkig, würde ich jetzt mal sagen, der kann sich gut in sich verdrehen, so, links und rechts. Der Truck vorne bewegt sich anders als hinten die Ladefläche. Ist ziemlich flexibel. Kann einfach sein, dass die Kisten verkehrt herum liegen. Und wir sie deswegen nicht hochheben können? Wir müssen mit dem Straßentruck hier über den Feldweg gehen. Mal gucken, wie das wird. Vor allem nachher da hinten, wenn es so schräg wird. Mal schauen, wie er sich da verbiegt. Da die Federung irgendwie sagt. Nö. Fahren wir mal um. Okay, schon mal einen Motorschaden hier. Noch einen? Okay. Okay, okay, okay. Lenkwinkel, sehr schön. Sehr gute Lenkwinkel. Okay. Nicht umfallen, danke. Gut, gut, gut. Ja, Meister, prima. Ohne Probleme hier. Zwar ein bisschen langsam, aber wir kommen voran. Spritverbrauch ist auch. Aggressiv, würde ich mal sagen, der Spritverbrauch. Wisst ihr noch, wie wir zurückkamen mit dem gelben Truck in der Hoffnung, da einen Kran draufpacken zu können? Wie schön dieser Gedanke war. Und dann einfach bupp, unsere ganzen Träume vernichtet. Jetzt fahre ich mit so einem Ding hier rum. Und der Kran funktioniert immer noch nicht. Was ist jetzt? Stecken wir jetzt fest? Was? Hallo? Liefern wir den Kollegen hier mal ein bisschen Lebensmittel ab. So, hier langsam, hier habe ich gerade eben mal gut Schaden bekommen beim Runterfahren. Okay, ging hier besser. Gut.
Matsch sagt, nö. So einfach machen wir es hier nicht. Okay. Aber wir buddeln uns gut durch hier. Ja, gefällt mir. Ja. Ist noch berghoch. Schieben, schieben, schieben. Sehr gut. Wunderbar. Runterschalten. So, hier langsam bitte. Hier war auch ein Huppel, wo wir so... Ja, geht. So. Hier Abhang lang schieben. Ja, genau. Schwebende Äste. Fliegende LKWs. Okay, da muss er ein bisschen, da muss er gerade ein bisschen, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er musste mit einem Reifen irgendwie. Wir haben halt keine Diff-Sperre drin, ne? Also wir haben keine Diff-Sperre hier für den. Für Big Blue ja auch nicht. Das nervt ein bisschen. Wenn wir einfach querbeet fahren, ja komm, einfach hier durch. Zack. Einmal random Schaden bekommen. Jo, klar, einmal random Schaden kriegen. Ja, wir haben ja keine Reifen oder so, die es irgendwie abrollen würden. Nein, nein, wir bleiben einfach schlagartig stehen. Mann. So. Abliefern hier, kein Bock mehr. Bup. Jawoll. Den Truck lass ich mal hier stehen jetzt. So. Dann, würde ich sagen, mal ab hier Richtung Tunnel, ne? Portal nach Island Lake. Sollen wir gucken, ob wir irgendwie... Island Lake kommen wir auch über Drummond Island. Smithville Talsperre. Island Lake ist hier ganz hinten. Fährt sich da vielleicht besser lang? Ja, ne, wir haben alles repariert. Wir könnten hier besser lang fahren. Und sogar eine Tankstelle da hinten. Kassenklitis, weiß gar nicht mehr, was da war. Da war ein Ölfass da oben und da hinten. Oh. Da brauchen wir den großen Kran, ne? Verbrauchsgüter. Liegen hier unten. Ne, das ist verkehrt. Was ist das hier? Hä? Irgendwas ist verkehrt. Irgendwas wird verkehrt angezeigt. Richtig verkehrt angezeigt. Okay. Verlorene Lieferung. Wo ist die? Betonplatten. Die Spezialfracht. 3 Stück. Wo sind sie denn? Okay, irgendein Bug ist hier drin. Aber hier können wir viel besser langfahren, ne? Ich würde sagen, wir nehmen den... wie heißt der denn? Chevy, genau, Namen fast vergessen. Wir holen uns den Chevy und düsen mit dem los, oder sollen wir Big Blue nehmen? Der ist nicht zum Scouten da. Ne, wir nehmen den Chevy, verlassen die Werkstatt. Okay, sollen wir vielleicht ein bisschen Straßen angelegter machen? Was soll den Berg da hochfahren mit dem hier? Okay, komm. Fahren wir mit dem da hoch. Hier schon hin.
Unterwegs müssen wir tanken. Wir haben ja zwei Tankstellen unterwegs, eine selbst gebaut und eine mit so einem riesen Tank-Truck da, den wir da abgeliefert haben. Ich bin gespannt, ob wir den ganzen Berg da hochkommen. Das wird eine krasse Fahrt mit den Reifen, glaube ich. Weil die ja machen, was sie wollen. Oh Mann, oh, ich gehe in den Pfosten fahren, okay, danke. Weiter, 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 weiter. Jawohl. So. Bis zum Staudamm und dann müssen wir hinten hoch und tanken wir mal zwischendurch. Auch wenn es nicht. Wenn wir jetzt nicht viel verbraucht haben. Machen wir einfach mal. Okay, so, der Tankzug soll jetzt hier irgendwo sein, ne? Hier ums Eck, glaube ich, und ein bisschen hoch noch die Straße. Oh, oh, okay. Chill. Keine Überfliegersachen machen jetzt hier. Kein Bock hier mit dem Scout 800 nochmal hier hochfahren müssen. Um uns zu retten hier. So. Hier rüber. Ja. Puppelweg hier hoch. Da ist doch der Parkplatz, ne? Ja. Genau. Zack. Einmal ranfahren. Wunderbar. Einmal weiterfahren, danke. Also nicht viel, aber. Ja, mit. Man weiß ja nie, was mal passiert. Dann baut man einen Unfall oder so und dann sind wir ja vielleicht froh, wenn wir genug Sprit dabei haben.
Nicht da runterspringen, das ist eine schlechte Idee. Das wird vielleicht viele Leute zum Lachen bringen, aber mich nicht. Wenn wir da runterkullern und wieder unten landen, wo der Parkplatz war. Das wär's noch. Seid ihr auch so müde? Schon wieder richtig spät, ey, mein lieber Mann. Oh, wo sind wir denn hier? Anhängershop? Also, Anhängershop, genau. Das geht's hier irgendwo, da geht's noch rüber, ne? Das ist dieser eklige Hügel, wo wir nicht hochkamen mit dem Big Blue und dem gelben. Irgendwo hier war das. Ja, da war das, glaube ich. Hier. Hier runter, da hinten. Drummond Island. Jawohl, da waren wir ja schon. Den gelben kennen wir. Jetzt wieder springen. Los geht's, Licht anmachen. So, die Hauptstraße war nicht so toll, ne? Die war hier, glaube ich, nicht so toll. Aber wir müssen hier runter auf jeden Fall. Hier schön weiter. Und hier lang. So, da dann tanken. Mal gucken. Wie wir von da weiterfahren. Allrad, ja. Tunnel darf man kein Licht anmachen und kein Allrad, deswegen ist man mal danach verwirrt, wenn es aus ist. Voll ins Schlamm losgesprungen. Wie so ein Hund, der sich freut auf schlammige Pfützen und reingesprungen. Voll verbuddelt hier.
Ich habe Russland-Flashbacks hier. Das fällt mir gar nicht. Bitte, bitte bring mich weg hier. Ich will nicht wieder nach Russland. Okay, komm, Automatik geht hier, oder? Jawohl. Zü, 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 zü. Oder auch nicht? In Russland sind die Straßen halt einfach überall so. Buddelt sich einfach eiskalt ein. Hey, wir haben große Federung, wir haben Geländegetriebe und hey, wir haben auch diese extra Schlammreifen. Scheißegal. Das Spiel ist im Spiel sagt immer, hä? Haben die Reifen nur aus Spaß eingefügt? Die sollen doch nicht helfen, die Reifen. Dann wäre das Spiel ja einfach. Das Spiel hätte ja das Prinzip, wenn man mit Schlammreifen durch Schlamm fahren könnte. Das wäre viel zu einfach. So, wo fahre ich eigentlich hin hier? Ist das noch richtig? Okay. Ja, die Brücke haben wir gebaut. Die hält. Bergab! Guck dich das an! Bergab! Bergab fahre ich mich fest. Was für ein unlogischer Mist. Was hier passiert. Haben die das Spiel nochmal extra schwerer gemacht? Oder? Ich muss diese Reifen loswerden. Ich weiß nicht, was ich mit den Reifen machen soll. Die sind, glaube ich, kosten 7.000, 8.000 Euro, aber bringen null. Verschlechtern sie das alles vielleicht noch? Was wär's noch, ne? Hey, wir haben hier Schlammreifen für dich. Damit du im Schlamm noch viel mehr Spaß hast. Mehr Spaß. Mehr Spaß im Schlamm. Wir sind angekommen. Gut. Tanken, danke. Ja, voll machen bitte. So. Links raus, rechts über die Brücke. Dem Weg folgen, bis wir da sind. Wir nehmen die Abkürzung, oder? Ja. Auch von uns gebaut, die hält auf jeden Fall. Braucht doch keine Sorgen.
Das ist ein Bagger. War der vorher auch schon da? Ist dir aufgefallen? Fast da. Kann die ganze Scheiße hier einfach nochmal viel schlechter werden. Vor dem Tunnel. Da wo geteert ist. Wo ist denn die Straße bitte? Die Straße ist einfach weg. Gibt's gar nicht mehr. Der Bus ist noch geschlossen. Ne, können wir hier gar nicht rüber? Doch, wir können. Okay. Puh. Island Lake, Michigan, USA. Tja. Zeig mal her. Wo geht's denn hier lang? Ist hier schon irgendwas aus dem Wald ragen da hinten? Ist das ein Ölbohrturm? Aber. Hey, hier ist ein Turm da links. Lass mal hinfahren. Klingt easy. Da geht's zum Tunnel. Cool. Oje, wo ist denn da der Turm? Können wir hier lang fahren? Vielleicht besser. Muss ich mich irgendwie lumpen lassen hier mit dem Weg? Ich habe keine Ahnung. Wo fahren wir hier lang? Ist doch gleich wieder im Tunnel da oben, oder nicht? Hier kam ich doch gerade eben her. Wollte nicht runterschalten, sorry. War nicht richtig hier, oder? Ist irgendwie ein Versteck? Okay, komm, wir gucken uns das erstmal an jetzt hier. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ja ein riesiges Wasserfeld und lauter Bohrtürme. Hier ist wirklich ein Weg. War kein Scherz. Da ist wirklich ein Weg, wo ich langfahren wollte. Aber nicht für heute. Wir fahren jetzt erstmal stracks zum Turm. Die Folge ist lang genug. Kann man mal Allrad rein hier. Hier ist eine Aufgabe. Könnte mit dem Tanktruck zu tun haben. Ne, ist was anderes, ne? Eine Fahne. Eine Fahne will ich gar nicht haben. Eine Fahne will ich gar nicht wissen. Ein bisschen Ruhe mit der Fahne da.
Okay, es könnte die Kombination von Reifen und Motorleistung sein, dass wir einfach nur durchdrehen. Das könnte sein. Dass wir das Auto einfach kaputt getunt haben. Ach, guck, wie ist denn da? Oh, nice, okay. Das ging ja schnell. Zack. Schön. A little help for my friends. Tankauflieger. Der Jäger und sein Truck. Das hört sich auch gut an. Wo ist denn der Truck und sein Jäger? Ist das hier in der Nähe oder ist es woanders da? Okay, hier ist ein Upgrade da oben. Komm, das Upgrade holen wir noch. Hä? Also Upgrade holen wir noch. Hä? Komm. Komm. Auf. Hä? Komm. 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 Ja. Upgrade holen wir noch. Ich habe keine Ahnung, wo es hier Treibstoff gibt und was. Egal. Upgrade holen wir noch. Ups. Nicht von der Straße abkommen. Minimales Umfallen will ich bitte. Nicht gegen Felsen fahren, danke. Jo. Upgrade, hey, jawohl. Her damit. Zack. Für Chevrolet Kodiaq C70. Okay. Cool. Das ist nicht der, den wir haben. So. Ist hier überhaupt eine Tankstelle irgendwo? Nein, aber hier unten ist ein Tanktruck, ne? Hier. Hat er was? Der hat, der ist voll. Okay. Fahren wir nächste Folge zurück. Tanken. Fahren hier hoch. Und schneiden hier oben herum. Nächste Folge wird wieder gut aufgeklärt hier. Aufklärarbeiten werden hier gemacht. Hier ist ein Tank. Ein Tankanhänger. Hier geht es irgendwo noch mega weit hoch. Keine Ahnung, wo es so hingeht. Der Jäger und der Truck. Ah, da ist er. Da ist er. Der Scout 800 ist hier festgefahren. Den müssen wir uns holen. Okay. Cool. Neue Karte, neues Glück. Portal nach Smithville. Also können wir einmal im Kreis fahren. Mega. Sieht auch eher so nach Smithville aus hier, diese super Sumpflandschaft hier. Was ist ein altes Haus da hinten? Keine Ahnung. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.